Anlässlich seines 5-jährigen Bestehens organisierte der Wiesmann Roadster Club eine Geburtstagsfeier der Superlative. Auf Einladung von Clubpräsident Horst Perschau kamen 55 Roadster und 2 GT-Besatzungen nach Berlin und verwandelten die Hauptstadt vom 11. bis 13. August 2006 in eine Autostadt der besonderen Art. Wo die über 50 Wiesmanns auch auftauchten, überall sorgten die Autos nicht nur optisch, sondern auch akustisch für Aufsehen und Begeisterung. Durch kurze Zwischenstopps unterbrochen, ging die Fahrt quer durch die Stadt, vorbei an den Überresten der Mauer, anschließend durchs Regierungsviertel, in einer kurzen Pause vor der imposanten Kulisse. Anschließend ging die Fahrt zum Meilenwerk, einer Location, die Autoenthusiasten bei einem Berlin-Besuch auf keinen Fall verpassen dürfen. Hier erwartet den Besucher automobile Geschichte. Zum Greifen nah und, wenn man möchte, auch zum Mitnehmen. Denn anders als in einem Museum können im Meilenwerk Oldtimer- und Liebhaberfahrzeuge auch gekauft werden. Auch beim Rahmenprogramm im Meilenwerk standen die Wiesmann-Fahrzeuge im Mittelpunkt. Für diejenigen, die dennoch einen Blick für andere Fabrikate hatten, boten die Exponate auf einer Fläche von 16.000 Quadratmetern ausreichend Anschauungsmaterial. Die nächste Station auf der Ausfahrt quer durch Berlin war das umgestaltete Olympiastadion. Hintergrundinformationen und Wissenswertes erfuhren die Gäste während einer geführten Tour durchs Stadion. Der Berliner Wiesmann-Stützpunkt Riller und Schnauk stand anschließend auf dem Tourplan. Viel Zeit blieb trotz der angenehmen und stilvollen Atmosphäre nicht, denn das Hauptziel der Gruppe war erneut das Hotel Estrell, wo wir mit Horst Perschau über den Wiesmann Roadster Club sprachen. Also ich werde ja oft gefragt, wie der Club selbst zum Hause Wiesmann jetzt steht. Das Besondere an dieser Situation ist, dass wir ein so gutes Verhältnis haben. Ich spreche immer von einer Software. Wenn wir das Auto kaufen, haben wir die Hardware. Und mit der Verbindung, dass man da hingehen kann, wie es gebaut wird und der persönliche Kontakt zu den Leuten und zu den Brüdern Wiesmann, das ist eine Einmaligkeit, wie es also kaum woanders möglich ist. Und das ist das, was eigentlich noch obendrauf Spaß macht. Und Spaß hatten die Gäste bis zu diesem Zeitpunkt in Hülle und Fülle. Was bei der anschließenden Gala folgte, wird allen Beteiligten noch sehr lange in angenehmer Erinnerung bleiben. Perfekte Gastlichkeit, gepaart mit Unterhaltung auf höchstem Niveau. Das 6-Gänge-Menü, das Ambiente, die vielen kleinen und großen Überraschungen, die Wiesmann-Enthusiasten immer wieder zum Staunen brachten. Schöner kann ein 5. Geburtstag wohl kaum gefeiert werden. Beim 10. sind wir wieder mit der Kamera für Sie dabei. Musik